Herzlich willkommen bei Nerco, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gehen wir ins Stadion in unserer Heimat hier im VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. Das ist der 34. Spieltag der zweiten Bundesliga. Das erste Spiel ohne das Dach an der Ostkurve. Das habt ihr sicherlich alle mitgekriegt. Wir spielen gegen den Hertha BSC. Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft heute einen Sieg erkämpfen muss, egal wie. Das haben wir uns Fans verdient nach so einer schwierigen Saison. Aber wir sind sehr positiv gestimmt, wie immer. Stadion wird voll sein. Wir gehen jetzt zu Fuß hier zum Stadion. Und herzlich willkommen am Stadion. Du kannst abends gerne einen heben. Das Spiel Heiko 17 spielt auch heute beim VW Thesen in Krefeld. Und um 16:15 Uhr ebenfalls spielfrei. Also was sagt man, am Pfingsten wird wirklich Fußball im Jugendbereich gespielt. Das Ganze natürlich unterstützt durch unsere treuen Partner des NLZ, des Nachwuchsleistungszentrums. Vielen Dank. Thank you.
zieh dich fest aus der Auskurve. Wir sind stets für dich bereit. Auf dein Weg dich zu begleiten. Wir sind Fans, die machst du rein. Wir werden den Schlag gleich. Für die Farbe lila und weiß. Unser Puls geht gerade schnell. Bei jedem Spiel. Ein VfB! Nur für diesen Verein wollen wir kämpfen und schreien. Wir sind alle ein Stück VfL aus der Brücke. Nur für diesen Verein wollen wir kämpfen und schreien. Wir sind alle ein Stück VfL aus der Brücke. Nicht nur an der Bremer Brücke, an der Fan aus Blumenkorb. Deine Gegner fast zum Wahnsinn, unsere Mannschaft vor das Tor. Hat der Ball das Netz geküsst, dann hat man da rückgegrüßt. Vom Bundeslos und so schnell, so freut ihr dich. Ein VfL! Nur für diesen Verein. VfL aus Saarbrücken, nur für diesen Verein wollen wir kämpfen und schreien. Wir sind alle ein Stück VfL aus anfangen. Schauen wir mal. Thank you.
Halbzeit. Yeah.
uns bei unserer Nummer 7-0. Und grüßen uns noch im Spiel mit der Nummer 11, Babis. Ebenfalls ausgewechselt mit der Nummer 18, Lars. Und auf die neue Begegnung unsere Nummer 27, Mika. Wir danken uns ganz herzlich bei unserer Nummer 32, Jannis. Und dafür begrüßen wir in neuem Spiel unsere Nummer 37, Thomas.
Und ganz herzlich bedanken wir uns jetzt bei unserer Nummer 22. Der Spieler. Spielzeit beträgt 4 Minuten. Gegen Wasser kann man mal verlieren. Gegen Wasser kann man mal verlieren. So Leute, das war jetzt heute der 34. Spieltag, der ist nun vorbei. VfL Osnabrück gewinnt 2:1, dass wir heute das Spiel noch drehen, vor der Halbzeit das 1:1 machen, sehr wichtig. Auch wenn es vielleicht alles glücklich war oder aus dem Nichts, aber es ist das 1:1 und das ist das, was zählt. Ja, dann haben wir noch das 2:1 in der zweiten Halbzeit gemacht. Dann mussten wir natürlich zusehen, dass wir das halten. Timo war, boah, was soll ich sagen, hat Spaß gemacht, war super. Ostkurve sowieso leider ohne Dach, deswegen hat das ein bisschen weniger rübergeschallt. Also die Stimme aus Ostkurve, die kam nicht so krass rüber, wie wenn natürlich ein Dach drüber ist, weil dann schallt das ja so raus.
und so kann das nicht nach vorne schallen, sondern schallt auch nach oben. Von daher war die Ostkurve nicht so sehr laut, aber schon geil. Wir Westkurve haben volle Stimmung gemacht, haben Vollgas gegeben, haben alles gegeben. Man sieht, meine Stimme ist halt weg oder nicht so, wie die sein sollte. Wir sind wirklich sehr zufrieden. Auch der Abschied von der Mannschaft, 16 Spieler werden uns verlassen. Der Abschied von unserem Torwart Kühn war besonders. Der war auch sehr traurig, man hat das gesehen. Das war schon was Tolles. War ein toller Torwart, toller Mann. Schade, dass er geht, aber so ist das nun mal. Ja, noch andere Spieler wurden verabschiedet. Wie gesagt, 16 verlassen uns. Es wird ein Neuaufbau, dritte Liga kann kommen. Wir holen komplett mehr oder weniger neue Mannschaft, neue Leute und werden was draus machen, durchstarten. Klar, das wird wahrscheinlich in der ersten Saison alles direkt perfekt laufen, aber ja, wenn wir die erste Saison in der dritten Liga, sag ich mal, so Top 10 sind, da bin ich schon super zufrieden. Und dann steigern wir uns natürlich hoffentlich und dann wieder Aufstieg. Und so weit müssen wir dann sein, dass wir dann auch eine Zweitligamannschaft hinbekommen, weil das war die Saison leider nicht so. War eine schwierige Saison, aber ja, wir Osnabrücker, wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir haben immer ausverkauft gehabt, super Stimmung. Die Mannschaft kann froh sein, dass sie uns hasst. Wir sind positiv, wir sind das halt gewohnt auch, mehr oder weniger irgendwo. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe versucht, die Stimmung einzufangen. Highlights gab es leider nicht so viele. War viel halt eigenem Strafraum hin und her. Ballbesitz war jetzt nicht so viel Action. Aber die Stimmung war toll. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen so einfangen können. Ihr könnt ein bisschen das genießen auch und sehen, wie das ist. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mal irgendwann im Stadion auch mit dabei. Und ja, ich probiere nächste Saison eine Dauerkarte zu bekommen. Westkurve. Ich hoffe, euch da vielleicht auch zu sehen. Zu treffen, man weiß es nicht. Tolle Drittligasaison zu haben. Jetzt haben wir erstmal Sommerpause. Die Mannschaft wird jetzt neu aufgestellt, wird geplant und dies und das. Mal was halt so gemacht werden muss. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass alles so läuft, wie wir uns das hoffen, wie wir das uns wünschen. Wünsche der Mannschaft, die Leuten, die alle gegangen sind, den 16 Jungs, alles immer gegeben haben. Das kann ich leider nicht so beurteilen, weil halt die Leistung nicht so geil war diese Saison. Ich hoffe aber, dass sie alles gegeben haben. Ja, schreibt doch gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, wie ihr die Stimmung in Osnabrück findet, wie ihr das Stadion findet. Ich hoffe, dass sie jetzt natürlich über die Sommerpause ein bisschen was renovieren. Vor allem, ja, Dach wird sowieso kommen müssen, ohne geht ja nicht. Das hört sich einfach katastrophal an, da fehlt die Stimmung von Oskar, die schaltet halt nicht rüber. Aber ich denke, davon zu 100% aus, dass da was gemacht wird. Und ich am liebsten natürlich auch das alte Stadion behalten, renovieren, kein neues bauen. Da, ja, da bricht man halt mit einem neuen Stadion, würde man die Geschichte, dieses Mythos Bremer Brücke kaputt machen. Das hoffentlich passiert nicht. Wenn euch das alles gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, wo ich mich auch drüber freue. Ist auch einfach nur ein Daumen hoch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, das schadet keinem, tut keinem weh, auch ein Abo einfach mal da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Nächste Saison dritte Liga, Dauerkarte hoffentlich, dann werden wir auch öfter Videos sehen von den Spielen aus der dritten Bundesliga. Danke fürs Zuschauen, haut rein Leute, ciao, ciao.